So, da wären wir schon wieder in Let's Plays. Boah, es war gerade ein bisschen hektisch. Ich muss nämlich noch ganz schnell das Fenster zumachen, bevor das Handy klingelt. Also, guck mal. Da heben die ersten schon wieder ab. Ja, richtig, es war Nacht. Wir haben einen Kollegen dabei. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ach ja, das war jetzt das Problem, dass die ganzen Viecher alle zu stark sind. Das heißt, wir sollten uns vielleicht schwächere Biester suchen, tatsächlich die Heimat vielleicht nicht verlassen sollen. Verdammt, das war taktisch unklug. Okay. Aber bevor ich mich jetzt hier wieder komplett ins Spore-Gemetzel stürze, muss ich ja schon mal was anmerken. Und zwar mit der Community-Aktivität hier, ne? Also, das ist ja jetzt, muss ich schon mal so erwähnen, das ist echt Hammer, was da jetzt an Community, also von euch, ja, ihr seid gemeint, was da jetzt für ein reges Treiben in den Kommentaren ist. Das Viech schaut aus irgendwie. Sah jetzt auf den ersten Blick aus wie Sid, aber egal, ich schweife ab. Also es ist mir schon aufgefallen, dass jetzt hier wesentlich regere Aktivitäten in Sachen Kommentaren und so weiter und so fort sind. Moment mal, du hast fünf. Angreifen, angreifen, der ist schwächer wie wir, macht ihn kalt. Zwei Klur. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Sind das so eine Art Nomadenviecher oder wo sitzen die rum? Ach, keine Sorge, euch tue ich nichts. Nee, Scheiße, wir werden angegriffen. Weg hier, Rückzug zum Nest! Verbündetenruf! Freunde, ich brauche Verstärkung! Verstärkung! Und jetzt greift sie an! Wenn ich jetzt direkt vor meinem Nest sterbe, das wäre voll scheiße. Aber meine Nestkollegen sollten mir eigentlich helfen, rein theoretisch. Komm schon, komm schon. Hey, wo willst du hin? Wo willst du hin? Feigling! Einer ist noch da, den mach mal kalt. Los geht's. Komm schon. Komm schon, stirb. Ja, du, geh drauf. So ist brav. So, nee. Also mit den ganzen Kommentaren, da kommt so viel reingerasselt. Ich glaube, ich krieg am Tag hier an die. Warte mal, damit ich das jetzt mit den Werten nicht übertreibe. Also 5 bis 10 E-Mails am Tag sind das bestimmt. Also, ja, doch, kann man sagen, so grob geschätzt eigentlich schon. Und das Schlimme ist nur das. Ich nehme mir irgendwie nie so wirklich richtig die Zeit, auf diese ganzen Kommentare zu antworten. Sag mal, das Bart hattest du jetzt nötig, oder? Ich lese halt nur so kurz die Kommentare. Also, ich mache hier den Thunderbird auf, kriege die E-Mails, lese kurz die Kommentare, dann klappe ich die Kiste gleich wieder zu und dann mache ich irgendein anderes Zeugs und antworte irgendwie nie so richtig auf die Kommentare. Manchmal ja, aber irgendwie finde ich, ich sollte das nicht ganz so vernachlässigen. Darum habe ich mir jetzt was überlegt. Neben dem Antworten auf die Kommentare werde ich jetzt hier einfach mal so eine Kleinigkeit einblenden lassen. Also jetzt. Rein theoretisch solltet ihr das jetzt sehen. Wenn nicht, dann ist das jetzt gleich voll peinlich. Nee. Egal, pass mal auf. Ich habe hier was vorbereitet. Hier hat nämlich bleistiftsweise ein User geschrieben. Ja toll, ich habe mir jetzt natürlich die Usernamen nicht notiert. Das war ja super schlau, aber egal. Und zwar, was haben wir denn hier geschrieben? Ah ja. Ach, ich erinnere mich noch an deinen Text der ersten Spore-Folge. Naja, zumindest ein bisschen. So ist in der Art wie, man entwickelt eine unnütze Zelle hinweg über eine immer mehr und mehr verblödende Spezies bis zu einem größenwahnsinnigen Volk aus Weltraumfahrern. Hoffe, ich habe es passend wiedergegeben. Also um genau zu sein, Kollege, lautete der Text aus der ersten Spore-Folge in etwa so. Man erschafft und entwickelt hier seine eigene Rasse, die man durch 5 Phasen der Evolution führt. Angefangen bei einer nichtsnutzigen, sich im Schlamm wühlenden Miniaturzelle über eine immer mehr verblödende Zivilisation bis hin zur interstellaren, herrschaftswahnsinnigen Superrasse ist hier alles mit dabei. Und ehrlich gesagt klingt das irgendwie voll wie ein Werbeslogan. Alter, das ist ja schlimm. Das habe ich ja damals eigentlich bloß dabei gedacht, als ich diesen Text da zusammengewürfelt habe. Das ist ja Hammer. Also, das geht gar nicht. Das ist wirklich wie ein Werbespot oder so. Es fehlt hier nur noch, besuchen Sie okamiami.de. Nur mit dem Unterschied, dass es die Seite noch gar nicht gibt. oder was haben wir denn hier noch? Da hätten wir das nächste. Bleistift, also es sollte jetzt eingeblendet werden. Hoffe ich zumindest. Das muss ich nämlich hinterher reinrendern. Was läuft denn darum?
Pass mal auf, also ich kann jetzt hier leider nicht gleichzeitig spielen und lesen, deswegen laufe ich jetzt einfach ein bisschen planlos in der Gegend rum und fresse Pflanzen, damit ihr dem Vieh beim Kotzen zugucken könnt und ich die Kommentare vorlese. Und zwar schreibt hier der Nächste: Es gibt momentan so geile... Ach so, ich dachte schon, jetzt war hier kurz die Pflanze weg. Ich dachte, die jetzt von dem Erbrochenen weggeätzt. Nee, warte, was schreibt der Nächste? Es gibt momentan so geile LPs, aber Spore ist meiner Meinung nach am besten. Und die Antwort darauf, da kann ich nur zustimmen. Und finde ich ja wirklich klasse, dass es euch gefällt. Also kann ich wirklich nicht meckern. Und mich täte... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich stelle mich mal da hinten unter einen Baum. Mich täte mal eine Sache interessieren. Und zwar, warum ausgerechnet Spore? Ich meine, ja, es ist ein tolles Spiel. Es macht mir Riesenspaß, es zu spielen, auch wenn es mit der Grafik und dem nicht genutzten Potenzial ein wenig kindisch wirkt. Aber es macht mir Riesenspaß zu spielen. Und ich finde es ja toll, wenn euch das gefällt. Aber mich täte mal interessieren, warum? Warum ausgerechnet Spore? Warum nicht... was weiß ich, Command & Conquer oder Far Cry oder Minecraft oder weiß Gott was. Warum ausgerechnet Spore? Woran liegt's? Verratet mir das doch mal. Also das würde mich wirklich mal interessieren, auch für zukünftige Let's Play-Projekte, dass ich in etwa weiß, was da so die Hintergründe sind für solche Gedanken, für solche Likes und so weiter. Das wär wirklich mal interessant. Und ich muss ja mal sagen, also das ist etwas, das wollte ich eigentlich schon in der... Das wollte ich eigentlich schon in der ersten Spore-Serie mal erwähnen. Und irgendwie habe ich es aber immer vergessen und nie gemacht. Also ich weiß auch nicht warum. Und zwar war das folgendermaßen, dass als ich mit Spore angefangen habe, das hat sich so mit dem... Oh, eine Schurkenkreatur. Werde ich aber jetzt nicht angehen. Das hat... Damals mit dem Spore-Forum hat sich das so ergeben, als ich mit den Let's Plays anfangen wollte. Da gab es halt diverse, ich sag jetzt mal, Zwischenfälle im Spore-Forum, wo ich dann gesagt habe, okay, ich fange mit Spore an. Und ich habe mir damals nicht wirklich viel davon erhofft. Na toll. Ich nehme mir nur das mit und dann verschwinde ich gleich. Hallo? Hallo? Ja. Fremdes Eigentum. Pass mal auf, ich skippe das mal ganz kurz. Und, ja, das hat sich halt damals so ergeben und ich habe mir nicht viel vom Spore-Let's Play erhofft. Das war halt damals für mich so unter Motto, ja, das fängst halt jetzt mal an, das Let's Play, wirst schon sehen, was bei rauskommt und hast noch andere Projekte im Visier und das passt schon. Also da habe ich mir nicht wirklich viele Gedanken drum gemacht, zumal, da will ich jetzt nicht vorbeilaufen, zumal man dazu sagen muss, als Spore rausgekommen ist, da gab es nicht nur viele Leute, die gesagt haben, boah, hey, geil, das ist ja ein Hammerspiel, sondern es gab mindestens auch genauso viele, wenn nicht sogar noch mehr Leute, die gesagt haben, boah, geh mir bloß weg mit dem Scheiß. Also da könnt ihr euch mal die Kundenrezensionen auf Amazon beispielsweise durchlesen. Da schreiben viele Leute so Sachen rein, dass Spore aufgrund von seiner merkwürdigen Grafik ein bisschen kindisch aussieht, zumal das auch nicht der aktuellste Grafikstand von 2008 ist. Also da ginge durchaus mehr. Und es gibt eben sehr viel Potenzial bei dem Spiel hier, das einfach nicht genutzt wurde. Also da gibt es auch so viele Sachen, die mir einfallen würden, die man hier machen könnte, was so geil wäre, wenn das kommen würde. Aber da werde ich jetzt nichts auflisten, weil sonst sprengt das den Rahmen des Machbaren. Und naja, es waren halt nicht viele Leute von Spore begeistert damals. Und von daher habe ich mir eigentlich nicht allzu viel erhofft. Beute. Und da war ich dann damals schon positiv überrascht, dass das Let's Play so großen Anklang findet. Also, dass das so gut ankommt. Zumal man dazu sagen muss, das war ja mein erstes Let's Play, mein allererstes. Und ich habe ja davor noch nie was gemacht, da war ich mir mit dem Kommentieren noch nicht so sicher, mit dem Quatschen. Die Qualität, die war da anfangs noch nicht so der Hit. Und... dass das aber trotzdem so gut ankommt, da war ich schon positiv begeistert. Also da hätte ich nicht mit gerechnet. Wollte ich damals schon irgendwann mal sagen, aber irgendwie habe ich es halt ständig vergessen, das mal zu erwähnen. Kann man jetzt eigentlich noch... Nee, kann man nicht mehr. Ja toll, ich will ihn ansingen und er wird von einer anderen Seite gebissen. Also das geht ja auch nicht. So.
das Handy klingelt. Na super, die Folge ist rum und ich habe aber noch so ein paar Kommentare. Moment. Also gut, das Nest hätten wir mal. Dann könnte ich jetzt eigentlich... Weißt du was, wir ziehen jetzt einfach mal weiter so in diese Richtung.